Yannick, Gütesiegel sind auch in der Textilindustrie sehr wichtig, oder? Richtig wichtig, Leute. Und deswegen schauen wir uns heute mal das Siegel der Fair Wear Foundation an. Yo Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut. Um zu wissen, unter welchen Bedingungen Textilprodukte hergestellt werden, helfen uns oft bestimmte Siegel weiter. Um das gewünschte Siegel zu erlangen oder Mitglied einer bestimmten Organisation zu werden, sind die Brands dazu verpflichtet, unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu produzieren. Wir beleuchten heute das Siegel der Fair Wear Foundation, klären, was diese Organisation ist, welche Standards sie beinhaltet und wie die Kontrolle aussieht. Was ist also die Fair Wear Foundation? Die Fair Wear Foundation wurde ein Jahr vor der Jahrtausendwende, also 1999, in den Niederlanden gegründet und hat die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zum Ziel. Dabei ist die Foundation eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative. Was? In diesem Fall heißt das, dass hier im Vorstand Vertreter aus Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, zu finden sind. Okay. Dieser Initiative können jetzt Unternehmen beitreten, die außerdem durch ihre Mitgliedsbeiträge zusammen mit Projektgeldern von zum Beispiel der EU das Ganze finanzieren. Dadurch verpflichten sich die Unternehmen ebenfalls den Kriterien und Richtlinien der Fair Wear Foundation, um die es ja letztendlich geht, um Verbesserungen zu erzielen, nachzukommen. Folgende 8 Standards befolgt die Fair Wear Foundation, um faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Bedingungen beruhen auf der Menschenrechtserklärung und den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation. Erstens, freie Wahl des Arbeitsplatzes, sprich keine Zwangsarbeit. Zweitens, keine Diskriminierung von Arbeitskräften nach Farbe, Geschlecht, Religion, politischen Einstellungen, sozialer Herkunft und so weiter. Drittens, keine Kinderarbeit, das heißt, die Arbeiterinnen müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Viertens, die Arbeiterinnen müssen die Möglichkeit haben, Gewerkschaften beitreten und Kollektivvertragsverhandlungen durchführen zu können. Fünftens, die Arbeiterinnen müssen einen existenzsicheren Lohn bekommen. Das bedeutet, die Arbeiterinnen müssen von dem Lohn leben können und der Lohn darf nicht unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Sechstens, die Arbeitszeiten müssen angepasst sein, sprich eine maximale 48-Stunden-Woche und ein freier Tag. Siebtens, sichere Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit nicht gefährden. Und achtens, rechtlich bindende Arbeitsverträge. Und wie sieht jetzt die Kontrolle dieser Standards aus? Die Fair Wear Foundation führt bei jedem Unternehmen einmal pro Jahr den sogenannten Brand Performance Check durch. Zum einen wird hier das Markenunternehmen selbst begutachtet. Das heißt, dass die internen Geschäftsprozesse analysiert und dann vor allem in Verbindung mit den Zulieferbetrieben bewertet werden. Sprich, es wird geschaut, was werden beispielsweise für Lieferzeiten ausgemacht oder wie oft wird im Nachhinein noch eine Bestelländerung durchgeführt. Und was löst das dann für einen Druck beim Lieferanten aus? Ist das zumutbar oder nicht? Zum anderen werden auch Kontrollen in den Produktionsstätten vor Ort durchgeführt und nicht nur bewertet, nein, sondern es werden auch Pläne ausgearbeitet, um die vorhandenen Probleme zu bewältigen. Dass alles von Anfang an kontrollieren zu lassen gar nicht so einfach ist, gibt die Initiative selbst zu und arbeitet daher mit einem Prozessansatz. Das heißt, dass die Unternehmen nicht von Beginn an die komplette Lieferkette kontrollieren lassen müssen. Die Fair Wear Foundation hält hier 40% im ersten, 60% im zweiten und ab dem dritten Jahr 90% für angemessen. Eine kleine, aber wichtige Anmerkung hierzu. Wenn ihr also eure Lieblingsmarke auf der Fair Wear Foundation Website findet, heißt es lediglich, dass sie der Fair Wear Foundation beigetreten ist. Inwieweit der Prozess im Hinblick auf die Kriterien ist, das findet ihr erst im Brand Performance Check. Erst wenn das Brand den Leader-Status, also den höchsten Status erlangt hat, dann ist das Siegel auch in euren Klamotten zu finden. Sprich, wenn ihr das Siegel in irgendwelchen Klamottenteilen findet, dann ist das ja tendenziell schon mal ein gutes Zeichen. Wie jetzt zum Beispiel hier in dem T-Shirt. Sorry, falls es während dem Video ein wenig dunkler geworden ist. Wir haben gefühlt den halben Tag gedreht und währenddessen, ja, ist es halt einfach dunkel draußen geworden. Das sind unsere Quellen sowie 2 weitere Links. Die packen wir euch selbstverständlich in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis zu unserem nächsten Video, Olli. Habt euch lieb. Ciao.